Das ist wichtig fürs deutsche Boxen. Ja, klar, auf alle Fälle. Ja. Die haben auch beide sehr stark oder ihr oder der. Der Herr aus. Oh, Alter. Hier geht's direkt los. Das ist Runde 1, ja, wenn ich das mal sagen darf. Ne? So und muss Linker das sein hier. Hoffentlich beides. Seine Hände immer hängen. Er hat ein bisschen Reichweitenvorteil, aber Agit muss man gerade ab der ersten, ja, Runde ohne Antasten. Ja. Ein volles Tempo hier. Das ist bei anderen Leuten die letzte Runde gerade, was wir hier sehen. Ne? Es ist sehr stark. Oh, das war ein guter Körper. Bums. Wahnsinn, ja, gut gerechnet, ja. Ne? Selbst die Führhände sind ein bisschen härter, habe ich das Gefühl, von Smakici, aber Agit sucht natürlich den. Smakici müsste noch ein bisschen mehr mit der Führung dran arbeiten. Die Wahnsinn. Rechte drinnen von Agit, jetzt nochmal die Rechte. Ein bisschen dreckiges Boxen hier. Oh, der Schlager, da ist auch. Auf beiden Seiten klappert er am Kopf und schwer. Agit angeschlagen, Agit ist angeschlagen. Das sieht schwer aus gerade. Schwer angeschlagen. Allerdings muss man auch sagen, ne, es war aus dem Halten heraus. Also ganz schwere Zeit hier für Agit Kabayel und noch 1:30 hier in der zweiten Runde. Ob er sich davon nochmal erholt, ja, ich hoffe. Ist über die Deckung. Aber er hatte Zeit zum Atmen, genau, ja, das muss es sein. Genau das muss es sein, aber geschlossen natürlich. Ja, ne? er darf nicht den nächsten Hammer rein marschieren. Gute Treffer von ihm. Auf keinen Fall. Ich bin der Meinung, das heißt jetzt alles oder nichts hier vorbei. Ja, macht er auch. Geht nach vorne, zweimal die Rechte zum Kopf von Wahnsinn. Ganz im Ernst, da ist kein Spaß dahinter. Jetzt muss er genau setzen und überlegen, dass er oben antwortet. Ne? Der Smakici ist natürlich ein bisschen offen auf, aber da darf man sich nicht drauf einlassen. So, jetzt muss er natürlich stark nach vorne gehen, aber natürlich dabei auch aufpassen, aber er trifft, aber muss er aufpassen. Ne? Linke, rechte, zum Kopf von Smakici, was macht der? Der steht wieder da, die... Aber der boxt viel zu offen, schauen wir mal, was der wieder kassiert jetzt. Das sind links, beide rechts, wahrscheinlich sehr erschöpft, ne? Nach dieser Runde, ja, gerade, das war für beide sehr anstrengend. Mit dem Willen K.O. zu hauen. Das ist natürlich das Momentum wieder auf der Seite von Agit Kabayel. Vor 3 Minuten sah es ganz anders aus. Ne? Du, aber wenn man, das sind die Kämpfe. Ich sag mal nur Arthur Abraham damals. Ne? Wenn man jetzt bei so einem Kampf zurückkommt, das ist Legendenbildung. Aber nach so einem Kampf zu gewinnen, ist Legendenbildung. Und der kassiert nach wie vor ohne Deckung das Smakici. Kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Nein. Hier, aber im Ernst. Wieder harte Rechte, Wahnsinn, links. Also da kommen immer noch Schläge durch. Der Taumel da nur noch. Ja, aber guck mal, der hat die Chance, das jetzt zu beenden. Ja? Der wehrt sich kaum noch, das Smakici. Ja, die Frage ist, wann ist die Runde vorbei und wann kommt die dritte Luft, ne? Ja. Oder die zweite? 1 Minute hat er noch. Und wer überpaced jetzt? Der taumelt aber da vor den Fäusten von Kabayel rum. Da, guck mal. Da ist keine Dynamik mehr dahinter. Da nimmt die Dinger hin. Harte Treffer durch. Direkt. Der geht runter. Da muss Agit Kabayel. So angeschlagen. Kommt nochmal hoch. Aber er wackelt, er taumelt. Wahnsinn. Leise und aber beide. Also es wird sich nichts geschenkt. Man muss natürlich auch mal aufpassen. Ne? Aus. Wahnsinn. Er bricht den Kampf ab. Er hat so viel Karriere. Wahnsinn. Neuer Europameister.